Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einem neuen Projekt, das heute startet, und zwar Ratchet & Clank Rift Apart. Ab heute auf dem 18 Uhr Slot für Horizon Forbidden West. Schauen wir mal, ich habe Ratchet & Clank leider, muss ich sagen, noch nie gespielt, also nicht nur Rift Apart nicht, sondern auch den oder die Vorgänger, ich weiß gar nicht, gab es zwei? Doch, ich glaube, es gab mindestens zwei Ratchet und Clank vorher, oder? Müsste ich jetzt auf jeden Fall lügen. Auf jeden Fall habe ich es halt nicht gespielt. Ich bin mal sehr gespannt. Soll grafisch geil aussehen auf der PlayStation 5. Hoffen wir mal, dass es so ist. Storytechnisch, gucken wir mal. Ich mach mich irgendwie so für so ein bisschen auch Comedy, sag ich mal, bereit. Ein bisschen was Lustiges. Schauen wir mal. Hier hätten wir auf jeden Fall schon mal Startbildschirm. Chapeau. Neuer Spielstand. Upgrade zu Deluxe Edition, nope. Sich auf die Geschichte konzentrieren möchten. Ja, ich würde sagen, das passt. So, das nehmen wir. Okay, Steuerung auswählen, Standard, vereinfacht. Für Spieler, die keine Probleme damit haben, sowohl den linken als auch den rechten Stick zum Bewegen zu verwenden. Okay. Es werden weniger Tasten zur Fortbewegung. Wegpunkte werden angezeigt. Ja, ich würde sagen, Standard. Das lassen wir so. Untertitel. Kroatischer Text? Hä? Verwende Kroatisch? Nein. Untertitel für gesprochene Dialoge? Nee, lassen wir mal, wa? Nee, lassen wir. Speedrun-Einstellung HDR aus. Okay, Grafikmodus. 120. Oh, Moment, was? Systemeinstellungen. Oh, das Ding kann sogar 120 Hertz. Okay. Dieser Modus verfügt über 30 Bilder pro Sekunde. 60 Bilder pro Sekunde. Jo, schönen Dank. Das wollen wir machen. Erfordert einen Lobby-Neustart. Okay. So, da wären wir wieder. Dann würde ich mal sagen, Spiel starten. Dann, ja, wünsche ich uns allen viel Spaß, würde ich sagen, ne? Scheint zu funktionieren. Du fällst nicht auf. Da ist die Assistentin und da ist der Infobot. Gute Arbeit. Jetzt verschwinde und entschlüssel das Ding. Wo ist der Infobot? Schon gut. Siehst du? Ich bin's. Rivet? Shh. Ich muss weg. Hier, der bringt dich nach Hause. Er hat eine Einheitsgröße, also müsste er... Danke. Hm.
Findest du das nicht schräg, eine Feier für uns? Ich meine, wir hatten keine Heldentaten seit Jahren. Hält man uns schon für abgewrackt? Oh, was, wenn wir abgewrackt sind? Zum Glück müssen wir keine Heldentaten vollbringen. Außer vielleicht lächeln und winken. Stimmt. Ein lautes Willkommen für die Zeremonienmeister der Parade! Ratchet und Clank! Ich, Captain Copernicus Leslie Quark, bin euer Gastgeber! Okay. Also ja, es sieht geil aus, finde ich. Wow, die habe ich ja ewig nicht gesehen. Charakterbiografien, was war das gerade? Karte ist offline, okay, Rüstung, Sammelobjekte. Okay, wir haben also Rüstung für Kopf, Torso, Beine, das Übliche. Haben wir wahrscheinlich noch gar nichts. Okay, Sammelobjekte. Ja, gut, ne, wenn ich sie nebenbei aufsammel. Okay. Apparate, Omni-Handschuh. Einen Schwunghaken, Ziehhaken und Spaltstrahlerziele benutzen. Aha. Gleitstiefel, Grindschuhe. Okay, eine hochmoderne Schuhe, mit der der Träger über magnetische Oberflächen laufen kann. Nice. Ah, Galerie, hier. Ratchet, Clank, Captain Quark, Skid mit McMarks und Rusty Pete. Also die Namen habe ich schon mal gehört sogar. Also wie gesagt, hatte ich ja schon gesagt, die Vorgänger habe ich nicht gespielt. Aber Captain Quark und Rusty Pete, die sagen mir auf jeden Fall irgendwas. Der Name sagt mir jetzt gar nichts. Gut, und Ratchet und Clank, ja, logischerweise, ne? Damit kann ich springen, okay. Ist dir ein ganz schönes Aufgebot. Selbst nach all diesen Jahren, das ist aufregend. Nice. Freunde, Alter. Tag. Angefangen mit mir und zum Schluss ein Überraschungsgeschenk von Clank an Ratchet. Muss es die ganze Galaxie hören? Warte, ein Geschenk? Für? Oh, du wirst sehen. Es wartet am Anfang der Paraderoute auf uns. Na, dann sollten wir doch mal los. Alles begann auf dem Planeten Veldin, als Ratchet, ein rastloser Tüftler, das Abenteuer suchte. Schlüssel schwingen. Oh, okay. Schiff vom Himmel herab. Ratchet rettete den defekten Kampfgott. Ah, ich habe einen Doppelsprung. X, dann Viereck. No, okay. Alter, yo. Das sieht verdammt geil aus. Und jetzt überwinden unsere Helden diese festliche Barrikade. L2 gedrückt halten und Viereck umzuwerfen. Na, guck. Zerschlage Munitionskisten, um Munition aufzufüllen. Okay. Das war ja einfach. Oh. Okay. Das glaube ich auch nicht. Okay, ich sammle hier nebenbei irgendwas ein. Ich habe keine Ahnung, was. Kann auch sprinten. So, Moment. Jetzt muss ich mal kurz hier. Auf uns ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Oh, yeah. Wuhu. Zum Anfang der Paraderoute. Ah, mit X kann ich hier auf den Dingern springen, okay. Oh Gott, ich sehe nichts. Aktiviere Magnetstiefel.
Aha. L2 gedrückt halten und R. Was? So, kann ich L1 loslassen? Scheint so. Uhu! Oh. Oh shit! Oh yeah! Was sind das denn für Viecher? Oh Gott, Ziel mit Controller, das ist halt immer so eine Sache. Mit einem Grund, warum ich das auf hier nicht ganz leicht, sondern auf leicht spiele. Alter, aber hier ordentlich. Ja, dass der Hintergrund dann so unscharf wird, das finde ich schon echt geil, muss ich sagen. Blanke des Verderbens. Da, wir können rübergleiten. Nice. Ah, die Geheimnisse der Großschlacht. Wieder kämpfen. Ah, ich hatte extra einen emotionalen Monolog. Kann ich irgendwie ausweichen? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Ja, Halsabschneider. Was? Wo? Ah! Nee, lass mal! Stufenaufstieg. Blasterpistole Stufe 2. Geil, finde ich gut. Weiß ich noch nicht, was ich damit machen kann. Ob es automatisch ist, ob ich was ausrüsten muss. Keine Ahnung. Ah, da sind ja noch welche. Oh, Robokunde. Okay. Hui. Was ist das hier? Blaster-Munition. Okay. Muss ich dafür hier rüber? Hör auf damit! Nee, das kann doch nicht mal Ziel sein hier. Moment. So, gib mal her hier das Ganze. Wie viel Munition habe ich überhaupt? Wo steht das eigentlich? Sind das die 1700 noch was? Nee. Ach, da oben. 148 und 150. Okay. Okay. Ah. Aha. Ich hatte eine Rede geschrieben, aber da die Veranstaltung offenbar angegriffen wird, komme ich gleich zum Punkt. Ratchet, ich weiß nicht, wo ich ohne dich wäre. Du bist mein bester Freund, mein Teampartner. Und du hast viel aufgegeben, um... Ich habe den Dimensionator repariert. Jetzt kannst du endlich deine Familie finden. Oh, Kumpel, ich... Was? Dr. Nefarius? Ratchet und Clank! Was für eine wundervolle Überraschung!
Ich hatte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Vor allem, weil meine Halsabschneider euch vor 8 Minuten auslöschen sollten. Was willst du, Nefarius? Das! Druckt denn niemand mehr Bedienungsanleitungen? Okay, ab geht es. Achso, hier kann ich. Dr. Nefarius den Dimensionator wegnehmen. Ah ja, Quantenschiene wechseln, sehr schön. Alter, das sieht geil aus. Ich hoffe, das sieht auch in der Aufnahme hinterher so gut aus. Hui. Cool. Nefarius so etwas versucht. Mach dich nicht fertig. Das wird genau wie in alten Zeiten. Komm, sieht aus, als wäre Nefarius in der Nähe des Bahnhofs gelandet. Oh, Mrs. Zircon. Holen wir uns eine Waffe. Waffe gefällig? Mrs. Zircon hat alles. Okay. Hallo, Mrs. Zircon. Benutze Bolts, um Waffen bei ihr zu kaufen. Okay. Willkommen bei Mrs. Zircon. Hier findest du alles, was du für dein Arsenal brauchst. Mit L kannst du Waffen vergleichen und mit Viereck eine Vorschau anzeigen. Aha. Das ist das Geräusch pure Macht. Und des Vollstreckers mit seinen beiden Läufen voller purer, süßer Vernichtung. Du kannst okay. Den Feuernabzug halt ziehen, um einen Lauf abzufeuern. Und wenn du sehr zuversichtlich bist, zieh ihn ganz um aus beiden Leuten zu schießen. Boom. Okay, finde ich sehr geil, muss ich sagen. Markiere die Waffe, die du kaufen möchtest und halte dann... Achso, die habe ich schon hier. Und die Schmetterbombe. Moment, Vorschau. Könnte wohl besser sein, als einer Sprengladung zuzusehen? Sie mit den eigenen bloßen Händen zu werfen. Zieh den Feuernabzug halb, um dein Ziel zu visualisieren. Oder, wenn du es richtig eilig hast, zieh ihn ganz durch, um sie fliegen zu lassen. Schmetterbombe? Schon eher Schmetter, Booyaya! Okay, aber ich denke mal, ich nehme hier den Vollstrecker. Markiere die Waffe, die du kaufen möchtest und halte dann X gedrückt, um sie zu kaufen. Okay. Das wird sich fantastisch. Viel Spaß mit deinem Einkauf. Ja, nice. Anmarsch. Na toll, die schon wieder. Ah. Okay, ist eine Nahkampfwaffe. Aber dass ich nicht rollen kann, das also ausweichen, das ist irgendwie noch. Dreieck gedrückt halten, Waffe. Ah, okay. Ah, nice. Okay.
So, Moment. Machen wir mal kurz hier alles, was in den Dingern ist. So, dann wechseln wir nochmal hier drauf. Mächtiger Ballaboom. Was? Und jetzt? Achso. Ah, jetzt geht's hier. Jetzt geht's hier rüber. Okay. Oh, was jetzt? Weg mit dem Dimensionator, Nefarius. Weg mit dem Dimensionator. Ja, klar. Heute lernt ihr, wie sich Verlieren anfühlt. Spoiler, es ist ermüdend. Sobald ich diese blöden Koordinaten habe. Sattlepool! Was habt ihr getan? Was war das gerade? Upsi. Wir könnten ein kleines Problem haben. Die Brücke ist zerstört. Es muss einen anderen Weg geben. Die Spalten reagieren auf das Phasenquarz in deinem Handschuh. Richte ihn doch mal auf einen davon. Okay, L1 Spaltstrahler benutzen. Okay. So. Okay, also das ist schon, finde ich geil. Aber da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, ey. Alter Vater. So, Moment, einmal kurz auf den hier wechseln. So, noch irgendwo einer ohne hier Fahrschein und überhaupt? So. Ja. Aber ich muss sagen, bis jetzt macht's tierisch Bock. Kann ich nicht anders sagen. Also es sieht geil aus. Ja, die Story bis jetzt ist... Ja, ist ein bisschen bekloppt. In Anführungszeichen, so Comedy-mäßig. Finde ich gut. Aber muss ich mal gucken. Ne, da muss ich nicht lang. Wo muss ich denn lang? Wo geht's denn hier lang? Geht's hier durch die Tür? Ah, Hallöchen. Das ist schlimmer, als ich dachte. Okay, die haben sich gerade in Blumen verwandelt. Sandhaie, von oben. Wow, what? Alle Mutter. What? Oh shit. Moment. Man reiche mir Munition. Nichts mehr, was die Koffer zu zerstören, nur. Energie gesammelt. Nice. Kannst auch gleich aufgeben. Oder zumindest ein sehr großer Oktopus. Hallöchen. Oh, verdammt. Nefarius Schiff. Wir müssen irgendwie darauf. Die Taxis an diesem Stand da fahren direkt an ihm vorbei. Dann verpassen wir unseres lieber nicht. Gut, alles klar. Seit wann tut ihr den Dimensionator wieder? Ich habe Hobbys. Und ich weiß, wie viel dir die Suche nach den anderen Lombaxen bedeutet. Ich dachte, vielleicht könnten wir zusammen. So. Wow. Das ist echt nett von dir, aber ich. Wieso holen wir ihn nicht erst von Nefarius zurück? Ja. Oh, halt hier ist. Da war doch eben noch was. So, Moment. Sprinten. Yo. Weiß ich. Wuhu! Oh, Hallöchen.
Aue! Moment! Einmal kurz. Weg mit euch. Macht schon Platz hier, so. Gebt mir mal euer Zeug. Okay. So. Hier lang. Ich weiß übrigens auch gar nicht, wann und wo und wie das Spiel speichert. Ja, keine Ahnung. Speichert er zwischendurch? Speichert er immer? Gibt es Speicherpunkt? Ich weiß es nicht. Okay, hier schon mal nichts. Ah. Ich lasse L1 los. Gott sei Dank. Ey, das Vieh kennen wir doch. Oh, hallo, Miss Sokon. Ja, okay. Fehlt noch. Nehmen wir. Dankeschön. Ich habe insgesamt 6 Schuss. Ist Dr. Nefarius wirklich nach all den Jahren wieder aufgetaucht, nur um schon wieder das Universum zu erobern? Ja, aber ich wünschte, er würde sich dümmer dabei anstellen. Okay. Oh, ja, Moment, das wollte ich eigentlich gar nicht. Oh, was, wie Stufenaufstieg? Ja, Stufe 2. Geil. Plus 10 Gesundheit? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Nice, Alter. Was, wer, wo, von wo, was? Gut gemacht, Ratchet. Jawohl. Vollstrecker Stufe 2. Geil. Okay, auf geht's zu Nefarius. Okay, so, was kann ich hier zwischendurch noch sammeln? Also wie gesagt, abgesehen davon, dass das Spiel geil aussieht, die Steuerung, na gut, die Steuerung ist noch gewöhnungsbedürftig, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke mal, das werde ich zwischendurch auch hinkriegen. Oh shit. Ey! Aue! Das wehgetan! Nimm das, Nefarius! Die Kröten sind so unangenehm. Moment! Seine Abwehr wird schwächer. Okay, Blasterpistole Stufe 3. Nice. Gute Frage. Wie oft haben wir das schon gehört? Mindestens 80. Nein, ist doch egal. Heute ist es das letzte Mal.
Okay. Moment. Munition. Aua! Habe ich wieder Munition? Nö. Irgendwo Munitionskisten? Hallöchen. Aua! Glaubt ihr, eine vernichtende Niederlage reicht schon aus, um mich zu stoppen? Also, ja. Da irrt ihr euch! Wir reisen in eine Dimension, in der ich immer gewinne, damit ihr endlich mal wisst, wie das ist. Oh, verdammt. Okay. Wow. Oh, yeah, Alter. Oh, hallo, da. Alter, das sieht so gut aus. Wow. Oh, hallo Kraken. Was für eine Gaunerei. Runter von meinem Schiff. Und jetzt. Oh, was jetzt? Achso, geht weiter. Ja, geil. Mit vielen Fragen. Komm erstmal mit. Na, warte, ich muss meinen Freund finden. Ein Lombax? Wo bin ich hier? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wo sind wir hier? Vielleicht hat ihn hier irgendjemand gesehen. Aber die Fragen werden wir in der nächsten Folge beantworten. Das war die erste Folge Ratchet und Clank Rift Apart. Ich muss sagen, mir macht's bis jetzt wirklich tierisch viel Spaß. Es sieht gut aus. Es hat
Ja, es hat viel Action. Die Steuerung, langsam gewöhne ich mich dran. Gucken wir mal, wie es weiter wird. Aber hey, was willst du machen? Wenn es euch auch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auch gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert danach die Glocke. Videos gibt es von Montag bis Freitag um 14, 16 und um 18 Uhr. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.